das Elchen da, oder was? Was werden hier Mollys Mollys geworfen? Ich hab keine Munition. Irgendwie müssen wir noch an neue Munition kommen. Was sollen wir denn tun? Ich bin schon gewundert, dass die Stage so schnell erledigt war. Was müssen wir denn machen? Ich habe nicht so ganz geblickt. Müssen wir einfach nur raus? Nee, können wir nicht. Aber wir können mit der Flasche schmeißen. Was ist hier so ein Explosion? Oh. Ja, das war ein cooler Bug, aber hilft uns jetzt nicht. Ich hoffe, das kann ich nie beim zweiten Mal hinkriegen. Auf. Jetzt wissen sie nicht mehr, wo ich bin. Dann brennen wir alle. Ja, oder ich halt in dem Fall. Ich schmeiß jetzt hier den Molly vor. Und dann entdeckt er mich. Das ist jetzt wieder so eine Sache, dass wir irgendwie nicht mehr herausfinden, wie man da hier das Problem löst. Ich weiß es nicht. Wir haben keine Munition. Den Typen interessiert diese Molotow-Geschichte überhaupt nicht. Da oben liegt noch eine Waffe. Vielleicht können wir uns die schnell holen. Da sind noch zweimal zwei Schüsse drin. Der kann einfach durch Feuer laufen, natürlich. Das habe ich aber wirklich. Okay. Ja, wunderschön. Go to car. Wir mussten einfach nur ein bisschen überleben. Damit ist das Chapter richtig abgeschlossen. Schöne Sache. Und machen wir noch eins? Ach komm. Wenn das gerade so gut läuft. Das Spiel noch nicht abgestürzt ist, müssen wir das ja auch ausnutzen. Eine neue Maske. Peter, der Unicorn. Und einen Hammer. Yeah. So, was ist hier los? Hier liegen blutende Gäste, ein bisschen Blut im Bad und ein bisschen Blut hinter der Theke. Hey you, VIPs only tonight. I think you better leave. Okay. What the fuck are you looking at? Gut. Hab ich verstanden. Wir fahren wieder an diesem wunderschönen Palmenpanorama vorbei. Part 4. Connections. Dramatische Musik, jetzt ein. Da sitzt irgendwas seltsames bei uns auf der Couch. Ah, there you are. I was wondering when you get in bed. Well, let's get this over with then. Ja. Cooler Typ. Hier sind wieder irgendwelche Filmrisse. Da liegt meine Leiche. Looks like only you left now. I'm sure you know by now that this won't end well. Soon you will be all alone, but that's okay. Before we say goodbye, I'll let you in a secret. What you do from here on won't serve any purpose. You will never see the whole picture.
and it's all your own fault. Now, it's time for you to leave. There's a wombat across the hall from here. And you look like you could do some reset. Ja, da hat er recht. Ich meine, wir liegen da eigentlich gerade tot auf dem Boden, ne? Oder sahen wir jetzt hier aus? So, jetzt ein Geist. Oder eine alte Frau. Was passiert denn? Hier mit uns. Na, hier. In die Betten können wir nicht rein. Kommen wir jetzt auch mal zu den Typen hin. Nee. Hier mal rein. Hier ist aber auch nichts zu tun. Warum kann man jetzt hier nichts machen? Ah, hier geht's weiter. Was ist da? Jetzt habe ich mir gerade den Kopf abgerissen. Ja, dieses Spiel ist gar nicht abgedreht. Hey Doc, when is this bastard going to wake up? I don't know. He's been in a coma for weeks now. But he's going to wake up, right? This guy is a prime suspect in a major case. Look, my guess is as good as yours. But I can say that it might be a while. He's still not even fully healed from the surgery. Is there nothing you can do? We need this guy. Your people weren't able to save his girlfriend. I mean, we've got the perp who shot them in Lucre. But that SO ain't saying shit. And what makes you think this guy will... Okay, was passiert jetzt? Müssen wir jetzt das Krankenhaus ausräumen? Offensichtlich schon, aber dann wieder in Superzeitlupe bitte. Dann dreht sich jetzt alles. Hier kommen wir wieder rein. Da draußen hängt auch irgendwer an der Mauer. Wir schauen mal. Hey! Where do you think you're going, Pink? I guess we better put this thing on you. Yeah. Cool. Also, wir dürfen uns von ihm nicht erwischen lassen. Ja, bla 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 bla. Gut. Dann will ich mal hier wieder rausklettern. Nee, mal hier. Es wackelt alles ein bisschen. Wir haben, glaube ich, Kopfschmerzen oder sowas. Fenster kann ich nicht öffnen. Ich kann auch hier nicht wieder zurück. Muss mal abwarten. Ja. Jetzt hat es auch einmal geklappt. Ist ja auch komisch. Jetzt laufen wir mal schnell, so schnell wir können. Hey, bla bla bla, you're back. Hm. Na dann. Ja, wenn er seine Zeitung zufaltet, sieht er uns also sofort. Warten wir mal ab. Jetzt hat er sich wieder auf, jetzt sieht er uns nicht. Und genau das gleiche. Wir müssen warten, bis der Pfleger hier vorbei ist. Und da kommen uns diese Kopfschmerzen natürlich echt ungelegen. Können wir hinter dem herlaufen? Ah ne, der dreht sich ja irgendwann um. Das geht ja nicht. Müssen wir wirklich abwarten, bis der... Ah, oder ist, bis er ganz weg ist? Ne. Da kommt er. Sobald er dann diese Position hier erreicht hat, laufen wir los. Jetzt. Er sieht uns nämlich auch gerade nicht.
versuchen mal. Oh. Den Fahrstuhl werden wir wohl nicht so gut bekommen. Denke ich mal. Hier geht's nicht weiter. Da war der Pfleger. Verdammt, ich wollte gerade noch sagen, wir müssen aufpassen, dass uns der Pfleger da unten nicht kriegt. War aber zu spät. Diese schwummerige Kamera macht mich auch ein bisschen irre hier. Das ist ja jetzt fast noch ein bisschen ätzender, als die ganze Zeit zu sterben. Also, nein. Warum hat er mich da gesehen? Zeitung zu. Zeitung auf. Laufen. Wer sind wir denn hier? Das ist ja eine total abgedrehte Person. Oh, verstecken wir uns hier in einer Ecke. Da kommt der Pfleger. Jetzt dürft ihr uns aber nicht sehen. Nee. Tut er auch nicht. Und da kommt er wieder. Dann können wir gleich nach hier unten laufen auch. Weil da oben ja nichts mehr war. Und jetzt schnell. Und jetzt schnell. Oh nein, nein, nein. Ja, da muss ich sehen. Nein. Wir hängen hier im Krankenhaus rum. Wir müssen uns vor irgendwelchen dummen Pflegern verstecken. Sobald er sich umdreht, sieht er uns natürlich jetzt. Oder er. Naja. Ich würde sagen, wir machen hier nächstes Mal weiter. Und gehen da mit vollem Elan auf die Intensivstation. Vielen Dank fürs Zuschauen.